Also du kannst ja wahrscheinlich von unserem Besten beurteilen, wie das ist, wenn man so jung ist, aber so viel Verantwortung auf dem Feld bekommt und dann natürlich von allen Seiten auch noch das Lob irgendwie auf einen raufschießt. Ja, solange es ganz ein bisschen einfacher zu nehmen, wobei natürlich da auch die Gefahr herrscht, natürlich immer, dass man da so ein bisschen abhebt oder sich darauf ausruht, vielleicht auch, aber das scheint bei ihm ja nicht der Fall zu sein. Was ich auch hoffe, dass es so weitergeht. Ansonsten habe ich das eigentlich immer so gemacht, dass ich da nicht so wirklich viel drauf gegeben habe, weil das gibt. Gerade bei so einem Großereignis gibt es eigentlich gar keine Zeit, sich viel über das alte Spiel Gedanken zu machen. Man muss sich eigentlich direkt wieder aufs Neue fokussieren und sich auf den neuen Gegner vorbereiten. Das ist natürlich schön, wenn man den Flow mitnehmen kann, aber ja, so viel auf Medien zu geben, da wird man den einen Tag hoch gelobt, am anderen Tag wird man dann wieder in der Luft zerrissen. Also dementsprechend, das geht so schnell hin und her in der Medienwelt und das ist schon ganz gut, wenn man da so seinen festen Kern, seinen festen Umfeld hat irgendwie, wo man vielleicht auch weiß, was das Feedback wert ist oder wo man sich vielleicht auch mal auskotzen kann oder wo man auch weiß, was das Lob vielleicht wert ist. Und ich glaube, da ist er in der Mannschaft gut aufgehoben, wahrscheinlich auch im elterlichen oder familiären Umfeld. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass man trotzdem bei sich bleibt und halt guckt, dass der Fokus immer noch da bleibt, wo er hingehört. Aber das muss man doch auch lernen, oder? Also, denn es ist ja auch verlockend. Du liest auf der einen Seite plötzlich das Jahrhunderttalent oder jetzt bei Knorr, wir haben endlich wieder einen Spielmacher, endlich einer, der das an sich zieht, der kann uns zum Weltmeister werfen und so. Das erhöht ja auch gleichzeitig den Druck. Ganz genau. Und deshalb ist es vielleicht schön, wenn man das so als positiven Rückenwind mitnehmen kann. Aber wie du sagst, es mit guten Leistungen, die dann irgendwie immer besser werden, steigen halt auch die Erwartungen. Und das kann dann irgendwann auch mal über einen hineinbrechen oder wie man das sagen müssen, oder zur Last werden. Und deshalb, ja, es ist natürlich schwierig, aber so ein Geheimrezept gibt es da, glaube ich, nicht. Also das ist irgendwie Learning by Doing. Und wenn man damit quasi groß wird, dann gibt es ja eigentlich keine Alternative, als irgendwie einen Weg zu finden, damit umzugehen. Und da drücke ich natürlich die Daumen, dass es weiterhin gut funktioniert, dass er vor allen Dingen Spaß weiterhin dabei hat und im Optimalfall gut performt. Ja, ist natürlich ein Beigeschmack, der da immer dabei ist bei den Medien. Also kann man nicht anders sagen.